Da wir die Einfahrt verpasst hatten zum Stellplatz, haben wir durch diese schöne Stadt eine extra Runde gedreht. Wie man sehen kann, es ist zwar blauer Himmel, aber es ist sehr windig. Das Ziel liegt rechts. Tarifa an sich hat leider Gottes keinen Campingplatz, dafür aber einen Stellplatz, der ist etwas staubig und relativ primitiv gehalten. Kostenpunkt 8 Euro pro Tag und ich fand den Preis mehr als gerechtfertigt. Die Fähr- und Entsorgung ist gegeben, ist aber nur stundenweise offen, da sollte man sich schon gescheit machen, wenn man auf dem Platz steht. Die Mülleimer stehen außerhalb des Platzes. Der Wind hat sich noch immer nicht gelegt und während unserem Aufenthaltes legte er sich nicht. Tarifa, die Stadt der Winde und der Surfer, liegt an der Meerenge von Gibraltar. Bei klarer Sicht geht der Blick hinüber an die marokkanische Küste. Keine andere Stadt des europäischen Festlands liegt Afrika so nah. 14 Kilometer beträgt hier die Breite der Straße von Gibraltar. Es ist der südlichste Ort Europas. Gegründet von den Römern im 1. Jahrhundert. Phönizier, Griechen und Karthager ließen sich hier nieder. Doch erst unter den Römern erlangt sie ihre wahre Bedeutung, dem heutigen Tarifa. Diese Stadt mag zwar klein sein, hat aber wirklich viel zu bieten. Allein dieser ewig lange, superschöne Strand dieses Ortes ist bemerkenswert. Genauso wie die süße Altstadt mit ihren vielen Läden und coolen Cafés. Abends isst man dann leckere Tapas in einer der vielen Bars. Hier herrscht eine super entspannte Atmosphäre. Das ist auch kein Wunder, denn Tarifa ist einer der Hotspots unter den Kitesurfer in Europa. Wenn der Wind gut steht, kann man die vielen Kitesurfer auf ihren Brettern beobachten in den Wellen des Meeres. Höchste Zeit, Tarifa selbst zu entdecken mit dem neuen E-Scooter. Etwas außerhalb des Dorfes Richtung Portugal steht noch ein Bunker. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, ist die Promenade entlang des Meeres. Auch die Strände sind sehr breit. Der Sand ist gelb und sehr feinkörnig. Trotz des billigen Stellplatzes sieht man überall Wohnmobile. Und danach in den Facebook-Gruppen wieder das große Mimimi, dass das Parken der Wohnmobile überall verboten wird. Bei solchen Aktionen frage ich mich immer, wohin mit dem Grauwasser, wohin mit der Toilette. Große Frage will ich auch hier nicht beantworten. An den Gebäuden und Häusern merkt man den arabischen Baustil. Tarifa ist voll angehaucht von diesem. Auf keinen Fall sollte man die Altstadt verpassen, enge Straßen und kleine Geschäfte. Und derjenige, der mit offenen Augen durch die Gegend läuft, findet dann auch den Bazar.
Am Meer dann selber liegen noch einige Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die natürlich alle zugebaut sind. Und oben auf dem Hügel ist ein Überbleibsel oder eine Ruine von einem Schloss oder Haus oder sowas. Wer das weiß, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir machen uns auf den Weg zu der Insel Tarife. Es ist noch immer sehr windig und das Meer ist sehr aufgewühlt. Und genau da sind auch die Schilder, wo jeder kennt. Linke Hand ist dann das Mittelmeer und rechte Hand ist dann der Atlantik. Bei diesem Wind haben natürlich die Kitesurfer ihren Spaß. Wir wollten die Insel Tarife besuchen, aber leider Gottes hatte die geschlossen an diesem Tag. Die Ortschaft hat natürlich auch einen Hafen. Von dort aus kann man Richtung Marokko übersetzen. In der Altstadt liegt auch eine Burg. Die kann man natürlich besuchen. Kostenpunkt 4 Euro pro Kopf. Diese ist zwar nicht umwerfend, aber von oben hat man einen sehr schönen Überblick auf den Hafen und auch auf die Stadt. Wegen dem heftigen Wind konnte ich leider Gottes die Drohne nicht starten. Darum war ich sehr froh, dass ich diese Burg hatte, die etwas höher lag und ich Tarife von oben filmen konnte. Tarife ist eine Stadt für zwei Übernachtungen. Danach hat man alles gesehen und es ist wieder Zeit, weiter zu fahren. An diesem Ort drehen wir den Wagen um 180 Grad und fahren wieder zurück Richtung Frankreich. Nerja ist unser nächstes Ziel.